Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen kleinen Projekt von mir, Star Wars The Force Unleashed. Ja, es ist schon ein älteres Spiel, aber ich kann es kaum erwarten wegen dem Star Wars Film. Und es ist eigentlich für mich, meiner Meinung nach, das beste Star Wars Spiel, wo man als mit jemandem mit dem Laserschwert rumrennen kann, zerstören kann, wo die Physik einfach richtig genial ist. Und mal sehen, ich werde das jetzt mal zocken. Oh, jetzt kommt gleich ein Video. Jo, ist ja gut hier. Und ich finde es einfach nur hammergeil. Und ja, deswegen. Ich habe jetzt schon den Ton so weit runter wie möglich. Ich hoffe, es ist nicht ganz so laut. Es ist, leider kann ich es nicht mehr weiter runterdrehen. Sobald ich noch einmal einen Tick runterdrehe, ist der Sound komplett weg. Deswegen rede ich jetzt einfach ein bisschen lauter. Ich denke mal, gleich im Game wird die Musik nicht so laut sein. Und ja, ich werde danach vielleicht auch den zweiten zocken. Ich weiß nicht, ob ich es täglich rausbringe. Immer mal wieder zwischendurch. Weil ich habe einfach Bock drauf und... Ah, ist ja gut jetzt. Dann würde ich sagen, neues Spiel. Ich habe schon einmal drauf gedrückt auf Spiel starten, damit ich hier die Grafik und so gucken konnte, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, let's go Star Wars, liebe Star Wars Freunde. Und ich hoffe doch, dass der Film dann schneller nahe rückt. Ich kann es kaum erwarten. Jo, wir haben auch die drei Bonusmissionen noch dabei, die machen wir danach. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, die normale Kampagne... Let's go, Sith Krieger natürlich. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars! The Force Unleashed. Die Galaxie steht vor einer großen Dunkelheit. Das böse galaktische Imperium hat die alte Republik gestürzt und versetzt nun unzählige Welten in Angst und Schrecken. Die Jedi-Ritter wurden so gut wie vernichtet, nur ein paar wenige sind dem Imperium entkommen und in der Galaxis verstreut untergetaucht. Die Spione des Imperators konnten einen einsamen Jedi auf Kashyyyk ausmachen, dem Heimatplaneten der Wookiees. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, wurde entsandt, ihn zu vernichten. Es ist so geil gemacht, so geil. Ich hoffe, dass die 60 FPS gut rüberkommen. Wir sind bei der Ankunft in einen Hinterhalt geraten, aber ich habe die... Euer Versagen interessiert mich nicht, Commander. Ich bin auf einer eigenen Mission hier. Boah, ist das nicht ein geiles Feeling, liebe Freunde? Schaut es euch an, der Darth Vader am Start hier. Boah, sehr geil. Ja, die Grafik, also das Spiel ist auch schon ein bisschen älter, aber die Grafik ist meisterhaft. Also ich finde die wirklich toll. Und ich hoffe, dass sie doch einfach nochmal so ein Teil rausbringen. Also, das wäre ja mega episch. Mal eben gucken, was ich hier alles so machen kann. Ah, hier ist die Welle. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich weiß jetzt nicht.
Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier drauf. Und jetzt muss ich doch nochmal eben kurz Option. Der Ton ist immer noch ziemlich laut. Aber ihr seht schon, dass ich komplett runtergestellt habe. Und naja. Also es ist nicht mehr viel da. Und trotzdem ist das noch so brutal laut. Aber wenn ich es ausmache, dann habt ihr gar nichts mehr. Deswegen mache ich das so auf die kleinste, minimalste Stufe. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und man hört mich auch gut. Ich muss es mir dann später mal anhören. Keine Ahnung. Boah, jetzt erstmal das Feeling genießen hier. Ja, ich bin großer Star Wars Fan. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, wenn der Film kommt. Und jetzt stellt euch mal dieses Spiel hier. Einfach mal so als Mass Effect vor. Mit so rumrennen auf anderen Planeten und so. Das wäre mein Traum. Und dann auch andere Planeten begutachten und so. Rennen kann ich nicht, okay. Das sind meine Jungs hier. Die kann ich auch wegklatschen. Aber mache ich nicht. So, was ist los, hä? Bam, erstmal weggeklatscht. Hier kann man noch Energie aufladen. Und jetzt Kamehameha! Boah. Da spürt man gleich, wie mächtig man ist. Das macht da richtig Fun. Und der zweite ist natürlich noch geiler mit zwei Laserschwerten. Und ja, mal sehen. Ich hoffe, es kommt davon mal ein dritter. Es sollte mal einer kommen, der wurde aber abgebrochen. Oder ja, die haben wegen Disney, wo das aufgekauft wurde, haben die nicht mehr weitergemacht. Soweit habe ich es gelesen. Und ich kann nur hoffen, dass sie das vielleicht nochmal wieder in Angriff nehmen. Weil das ja doch eigentlich richtig Spaß macht. Boah, einfach alles kaputt machen. Das ist so geil. Mal gucken, was ich noch so treiben kann. Und ich bin total, der Darth Vader ist absolut gemütlich. Ihr seht schon, die Bäume brechen ab. Ich kann hier einfach ganz chillig durch. Boah, wie mächtig ich doch bin, ey. Das ist Wahnsinn. So, die fliegen einfach weg wie nix hier. Das ist also auch der Baum, wie der zerbricht hier. Boah, der dicke Baum sogar. Die Steine, alles zerbricht hier. Na, vielleicht die fetten nicht. Aber die kleineren. Aber geil, oh, die Risse hier in dem Stein drin. Ich muss jetzt mal gucken, was ich noch so kann. Ah, hier habe ich noch den Würgegriff. Damit kann ich natürlich einen Baum aufwürgen. Und der zerbricht einfach. Guckt euch das an. Mal gucken, kann ich den packen hier? Ja, der fällt einfach sofort tot um. So, einmal aufladen hier. Boom! Boah, jetzt zerplatzt alles. Ist das geil. So, weg hier. Ich habe natürlich die höchste Auflösung eingestellt hier. Und es läuft natürlich auf fließend. Ist ja schon ein bisschen älter. Mein Rechner, der verpackt es locker. La la la. Boah, das macht so Spaß. Na gut, später kann ich natürlich auch rennen, liebe Freunde. Wenn ich dann, das ist jetzt nur der Prolog. Aber ich finde den halt hammergeil. So, mal gucken. Hier habe ich auch noch was. Nee, das war eher... Ah, auf R kann ich noch ein bisschen was wechseln. Auf rechts kann ich gerade nichts. Aber links kann ich halt die Waffe werfen. Muss ich mal später in der Steuerung gucken. Machen wir doch jetzt mal schnell. Ja, der Ton ist halt ein bisschen laut. Ich weiß, aber ich will noch nicht ausmachen. Müsst ihr dann entscheiden, ob ich ihn ausmachen soll. Später mal. Aber ich wollte eigentlich, dass ein bisschen so... Die Musik gehört einfach dazu. Controller. Da haben wir es. Ich wollte eigentlich mal gucken, was ich hier so machen kann, aber... Hier steht jetzt auch gerade nichts, so was mich jetzt wirklich irgendwie dazu führen lässt. Spieloption, Controller-Option. Kamera umdrehen. Griffenmodus halten. Okay. Controller anzeigen? Naja. Wird schon funktionieren hier. So, dann laufen wir mal. Ja, der Darth Vader ist ein ganz gemütlicher. Ihr seht schon, ich kann hier ganz gechillt hier durchlaufen. Da kommt wieder einer. Einmal würgen. Boah, da habe ich ihn und zack, weg damit. So, erstmal weggelasert hier. Die Wookies. Die Chewbaccas werden erstmal weggeklatscht hier. Bom, bom, bom. Weg damit. Da kommen meine Troopers. Aber die haben ja auch nichts zu melden. So, noch einer. Okay, ich muss näher ran für meinen Würgegriff. Zack. Und die Energie, seht ihr das? Boah, wie eine Puppe. Kann ich das Gebäude hier auch in die Luft jagen? Ich probiere es mal eben. Einmal die Hyperwelle. Naja, okay, das ist fest. Alles klar. Ah, damals habe ich das auf der PlayStation 3 gesüchtelt ohne Ende, das Spiel. Und jetzt wollte ich das unbedingt nochmal zocken. Ja, einfach, ja, bald kommt der Film. Das muss einfach sein. Und nochmal, bam! Und da fliegen sie weg wie nix. So, schön ins Nix reingebombt. Hier, hau ab. Geil. Sogar noch die Kameraverfolgung hinterher, wie ich den weggeklatscht habe. Boah, der Darth Vader sieht auch so übel aus. So, jetzt. Und die Welle. Und die Welle. Und
Boah, schaut euch das an, liebe Leute. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und diese so eine Art von Spiel müssen die einfach noch mehr machen. Also auch mit, ich würde das wirklich so wie Mass Effect, ihr kennt das, ich hoffe, also wer es nicht kennt, Mass Effect ist so ein Rollenspiel in Third Person, genauso wie hier. Da rennt man rum, ballert man rum, kann auf andere Planeten, kann auch bei dem dritten Teil so eine Crew zusammen machen. Und jetzt stellt euch mal vor, das hier bei Star Wars, ihr habt drei Fraktionen. Einmal Rebellen, Imperium, Piraten. Und dann könnt ihr da durch das Universum große Raumschlachten machen mit Laserschwertern und boah. Und dann auch mit alles kaputt machen und so wie hier. Boah, das wäre ja wohl mal mega traumhaft. Also ich hoffe, liebe Entwickler, ihr hört das hier gerade und ihr setzt euch sofort dran, ja. wäre ich sofort dabei. Okay, das geht nicht. Drücke Leertaste zum Springen. Ah, okay. Zack, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Laserschwertkampf. Habe ich gerade voll Bock drauf. Wumm, wumm. Und Doppelsprung. Ah, geht noch nicht. Ja, später kommen wir dann mit dem anderen. Der ist natürlich noch... Aber ich will nicht so viel verraten, wer es noch nicht kennt, das Spiel. Der ist natürlich noch viel flexibler, so mein Gott, als der Darth Vader. Weil der Darth Vader ist einfach so der übelst gechillte. Der weiß genau... Mir kann ja eh keiner was. Ich kann da, deswegen kann ich auch leider nicht rennen. Weil ich halt so ein Irrer bin. Und er rennt, da kommt er und. Boah! Da bricht wieder alles zusammen hier. Weggelasert. Boah, so schön sieht das aus. Wahnsinn. Ja, dann kommt mal her, Jungs. Jetzt kommt erstmal hier da. Okay, jetzt machen wir einfach mal vor. Oh. Oh Mann, ey. Der rastet förmlich aus hier. Nochmal. Und boom! Alles zerplatzt hier. Du geh weg. Geh weg. Wenn Darth Vader kommt, dann müsst ihr fallen. Ich wollte aber gleich nochmal das Laserschwert werfen. Einfach mal so aus Spaß. Ich weiß, dass man die Brücke... Oh, okay. Da hinten. Kann ich die da runterklatschen? Mal eben gucken. Und da kommt sie. Ah, ne, kommt nicht dran, okay. Ja, die Macht reicht noch nicht so weit. Aber jetzt. Laserschwert werfen. Da fliegt es. Und... Los. Ah, das fliegt dann auf einen. Cool. Kann ich hier noch was machen? Ah, auf Kreis kann ich die packen. Und jetzt kann ich die, genau, das war die Attacke. Guckt euch das an. Jetzt kann ich die hier rumwerfen. Und jetzt lassen wir die Brücke zappeln. Wie sie wegplatzen, ne? Die kleinen Spielfiguren. Wenn der Böse da, wo er da kommt. Ah. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auf den Film. Es gab ja noch den neuen Trailer, Trailer 3. Da hat man ja mal ein bisschen mehr gesehen. Und ich freue mich schon riesig. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt zocken wir das durch bis dahin. Und vielleicht sogar den zweiten hinterher, wenn ihr Bock drauf habt. Ist auch sehr geil. Dann hat man dann hinterher zwei Laserschwerter. Und man geht richtig gut ab hier. Mein Gott, ey. Und der wehrt automatisch die Schüsse ab. Und die machen denen gar nichts aus. Also, man sieht doch mal, wie mächtig der Darth Vader war. Und ich fand halt schade, also... Die Filme Episode 4, 5 und 6 super traumhaft natürlich, aber weil sie halt noch so alt waren, waren die Special-Effekte halt noch nicht so übelst wie bei Episode 1, 2, 3. Und wenn sie die nochmal aufbauen, boah, das wäre natürlich episch. Aber gut, ich denke mal, jetzt wird 7, 8, 9, mal gucken, da wird wahrscheinlich wieder die übelste Grafik rausgezappelt kommen. Und da freue ich mich schon. Und dann hoffe ich auch, dass die gute Spiele wieder dazu hauen, dass man da auf jeden Fall... Gerade wie sowas hier, hätte ich voll Bock drauf. Naja, und das macht auch richtig Spaß einfach hier. Ich weiß nicht, ich kann die ganze Zeit würgen, einfach wegschießen. Und man hat ja auch Gegner ohne Ende. Man sieht das ja auch hier. Aber, naja, was wollt ihr denn gegen Darth Vader ausrichten, hä? Ihr seht schon, gar keine Chance hier. Ich werfe einfach mal mein Laserschwert. Das spießt direkt einen auf. Die sterben schon von alleine, wenn sie auf mich schießen. Das ist ja Wahnsinn. So, was haben wir denn hier? Das sieht mir aus wie ein Jedi-Tempel. Da hinten ist ein Rebellenzeichen. Okay, was kommt jetzt auf mich zu? Oh, da kommt ein Jedi. Was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen, Jedi. Kehrt um! Meine Sturmtruppen haben gar keine Chance. Ein blaues Laserschwert, okay? Ah, geil. Okay, du befindest dich in einer Lichtschwertparade. Drücke links, um den Kampf zu gewinnen. Alles klar. Linke Maustaste ganz schnell. Kein Problem. Bam. Und jetzt. Boah. Und jetzt geht's ab hier. Laserschwertkampf. Kann ich hier noch irgendwas drücken?
zack, erstmal kriege ich erstmal meinen Laserschwert in den Kopf. Kann ich ihn packen? Kann ich ihn irgendwie. Yo, ja! Da fliegt er halt! Yeah, die Jedi-Parade! Und jetzt machen wir ihn erstmal hier schwindelig. Boah, guckt euch das an. Und er, oh, er hat sich befreit. Ich vermisse aber meinen Machtschub. Den kann ich. Ah, jetzt. Und. Boom! Da fliegt die alte Sau. Yeah. So, und jetzt drauf, da komm. Zack, zack. Angriff. Ja. Boah. Und wie eine kleine Spielpuppe fliegt er weg. Und nochmal. Oh, jetzt hat er mich. Boom, da fliegt er weg wie so eine alte Patrouille hier. Zack, hier ist eine Puppe durch die Gegend. Komm schon. Darth Vader, zeig ihm, was du kannst. Aua, er haut mich. Ey, dreh dich mal um. Ja, das mit dem Umdrehen, das müssen wir noch ein bisschen üben hier. Boah. Ja, der Darth Vader ist echt der Gemütliche hier. Boom, oh, er macht auch so ein Ding. Und nochmal, komm. Boom. Ich hoffe, ich habe ihn erwischt hier. Alles fällt um hier. So, erstmal weggelasert. Dreh dich mal um jetzt hier, komm. Boom. Und jetzt drauf. Ah, der Darth Vader ist, der ist so chillig. Das ist der Wahnsinn. Oh, der holt mal wieder hier die T-Fighter vom Himmel. Ey, lass mal meine T-Fighters in Ruhe. So, jetzt haben wir ihn erstmal kaputt hier. Zack. Oh, Mann, Junge. Ey, der macht mir aber auch ganz schön Schaden. So, jetzt muss ich mich mal echt ein bisschen anstrengen hier. Boom. So, und jetzt drauf, komm. Ja. Oh, Mann. Aufladen und Welle drauf, die Welle. Komm drauf, ja. Und jetzt die Welle, und da kommt sie. Boom. Ach, scheiße. Okay. Mein Gott, hau den jetzt mal um hier. Der geht mir richtig auf den Nerven gerade. Zack. Ah, jetzt eh. Okay. Oh, da liegt sein Laserschwert. Jetzt wird gewürgt, Junge. Jetzt wird gewürgt. Bom. Bom. Oh, oh. Ja, gegen... Oh, jetzt. Boah. Mann, ist das geil. Oh, Video. Viel stärkeren in der Nähe. Wo ist euer Meister? Die dunkle Seite benebelt euch. Ihr habt ihn vor Jahren vernichtet. Dann werdet ihr nun sein Schicksal teilen. Ein Sohn. Lauf! Lord Vader! Komm mit. Es werden bald mehr hier sein. Als ich dich fand, warst du schwach. Aber nun ist dein Hass zu deiner Stärke geworden. Endlich ist die dunkle Seite dein Verbündeter. Erhebe dich, mein Schüler. Was wünscht dir, mein Meister? Deine Ausbildung endet bald. Es ist Zeit für die erste wahre Prüfung. Eure Spione fanden einen Jedi? Ja, Meister Ram Kota. Er greift eine wichtige imperiale Werft an. Vernichte ihn und bring mir sein Lichtschwert. Ich breche sofort auf, Meister. Der Imperator darf dich nicht bemerken. Hinterlasse keine Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister. Oh, für den Darth Vader würde ich auch alles vernichten. Geil, echt geil. Freut mich echt mal wieder zu zocken, ja. Schönes Spiel. Hey, Obi! Master, ein exzellentes Duell. Proxy, ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten.
Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen, locke mich nicht so bald in... Roxy. Ah, ja. Der neue Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff in die reale Aufzeichnung. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Liegt denn auch ein psychologisches Profil vor? Eigentlich ja. Es ist gesperrt. Oh, Master, ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau sich nicht umprogrammieren lässt. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Ja, der Befehl war klar. Das Schiff in Gang halten und dorthin fliegen, wo eure Mission hinführt. Wisst ihr, dass Vader den letzten Piloten vernichtet hat? Nein. Doch ich vermute, dass er Lord Vader Anlass dazu gegeben hat. Das tue ich nicht. Hoffen wir es. Ich bin es leid mit den Neuen. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich habe es mir erlaubt, die Sensoren der Rogue Shadow zu verbessern. So werdet ihr jedes Schiff im ganzen System ausspionieren können. Ihr seid doch Vaders Spion. Ihr müsst nichts über meine Missionen wissen, außer wo sie stattfinden. Wir müssen jetzt nach Na Shaddaa springen. Bekommt ihr das hin? Na sicher. Er ist verliebt. Ich bin dunkler Sith. Ich will ein Lord werden. Ich mache alles kaputt. Keine Zeit für Liebe. So, mega geil, wirklich, mega geil schon, auch mit den Videosequenzen. Ich konnte mich jetzt gerade an den Obi-Wan gar nicht erinnern. War das auf der PlayStation anders? So, jetzt machen wir mal kurz. Jetzt machen wir hier einen Cut, meine lieben Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter hier mit Übungsmissionen und vielleicht dann die erste richtige Mission mit dem neuen hier. Und der ist richtig geil. Der ist einfach noch viel schneller als der Darth Vader. Und der geht auch richtig gut ab. Aber das werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Bis dann, euer Revano. Ciao.